schön, dass sie nicht jetzt auf einem Sonntagnachmittag auf der Couch sitzt. Würde ich jetzt hier keinem übel nehmen. Also, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Cornelia Fröhlich. Und um es mal ganz kurz nur vorwegzunehmen, ihr könnt kein Buch von mir kaufen am Ende dieser Veranstaltung. Oh. Und ich freue mich trotzdem sehr, dass ich hier eingeladen wurde von Kira und Katrin, die, glaube ich, gar nicht hier sind gerade. Ich komme aus Dortmund, also es ist so ein kleines Heimspiel hier in Bochum. Ich habe in Dortmund eine Praxis, eine heilpädagogische Praxis und eine Praxis für frühe Entwicklungsberatung und Eltern-Baby-Therapie. Schon richtig gehört, Eltern-Baby-Therapie. Was das genau ist, das erzähle ich euch gleich noch ein bisschen. In der Praxis für frühe Entwicklungsberatung, da kommen Eltern hin mit kleinen Kindern, mit Babys, die ein Entwicklungsproblem haben, die vielleicht ein bisschen zu früh geboren sind, die eine Behinderung haben, und die begleite ich dann so lange, wie die das entweder brauchen oder bis sie dann in eine andere Frühförderstelle gehen. In den anderen Teil der Praxis, die Praxis für emotionelle Erste Hilfe oder Eltern-Baby-Therapie, da kommen andere Eltern mit anderen Problemen, mit anderen Kindern, mit Kindern, die wenig schlafen, die schlecht schlafen, die viel schreien, die sehr laut sind, die vielleicht auch ganz schlecht essen, mit Kindern, die noch nicht, vielleicht manchmal noch nicht so richtig hier angekommen sind. Solche Eltern melden sich in der Praxis, in der Beratungspraxis unter dem Aspekt der emotionellen Ersten Hilfe. Bevor wir jetzt hier gleich starten, möchte ich euch bitten, euch möglichst gemütlich hinzusetzen, wenn ihr das wollt und nicht auf ein Kind aufpassen müsst, dürft ihr auch für einen Moment die Augen schließen. Und ich quäle euch nicht zu lange, aber lauscht einfach mal einen kleinen Moment. Das waren 30 Sekunden. Es gibt Eltern, die müssen das 30 Minuten aushalten und das 10-mal am Tag. Es gibt Eltern, die müssen das 2 Stunden am Stück aushalten. Babys weinen schon mal, ja. Und wenn ein Baby weint, leidet die ganze Familie. Und wenn ein Baby weint, dann wollen wir alle, dass es möglichst schnell damit aufhört. Und wenn ein Baby weint, dann tut es es unendlich leid. Und dann überlegen wir, ist es hungrig, traurig, müde, tut ihm was weh? Und wenn ein Baby weint, dann nervt das auch schon mal. Und dann macht uns das auch hilflos und ohnmächtig. Und manchmal bekommen wir auch Angst. Und manchmal werden wir dabei auch traurig oder wütend. Geboren werden verändert unser Leben für immer. Ein Kind zu bekommen verändert unser Leben allerdings auch für immer. Eins haben wir hier alle gemeinsam, wir sind alle geboren worden, wir waren alle mal Baby, wir haben alle eine Geburt erlebt, unsere eigene. Und was Geburt mit dem Thema Weinen zu tun hat, da komme ich noch drauf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen eben ergangen ist, als Sie das gehört haben, diese 30 Sekunden. Ich hatte ursprünglich vor, 90 Sekunden zu spielen. Ich habe dann gedacht, nee, das letzte Mal, sonst hauen hier gleich alle ab. Das wollten ich dann doch nicht. Aber es gibt verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Vielleicht zieht man sich zurück, wenn man so ein Weinen hört. Vielleicht geht man dabei in die Luft. Oder, und das hatten wir eben auch schon bei Linhard Valentin, vielleicht fühlen wir uns auch bedroht von dem Weinen unseres Kindes. Ja, es gibt die Babys. Es gibt die Babys, die untröstlich weinen, die mit nichts mehr zufriedenzustellen sind, mit keinem Stillen mehr, mit keinem Rumfahren mehr, mit keinem Tragen mehr, mit
keinem Gehüpfe mehr auf dem Petsi-Ball, wo ich einfach nicht mehr die Ausdruckssprache meines Kindes verstehe, wo wir irgendwie nicht mehr zusammenpassen, wo der Draht immer, immer dünner wird. Und nein, die 3-Monats-Koliken sind nicht der Grund dafür. Nur in 5% sind es die 3-Monats-Koliken, warum Babys untröstlich weinen. Nur in 5%. 95% der Kinder, die sehr viel weinen, sehr lange und ausdauernd weinen, weinen aus anderen Gründen. Aus welchen? Da komme ich dann in den nächsten, nicht mehr ganz 90 Minuten drauf. Um so ein bisschen so einen Überblick zu kriegen, muss ich ganz kurz auf die Basis meines Ansatzes, auf die Arbeit zurückkommen. Und ich würde Ihnen ein bisschen was über die emotionelle Erste Hilfe erzählen, ganz kurz EEH. Und die Methode der EEH macht genau das, was in ihrem Titel ausgedrückt wird. Sie bietet Eltern und Säuglingen akute Unterstützung an, wenn der emotionale Draht, die Einfühlung und die Nähe durch widrige Umstände verloren gegangen ist. Wenn Eltern mit ihren Nerven am Ende sind und die Ausdruckssprache ihres Kindes nicht mehr verstehen. Wenn Eltern hilflos und ohnmächtig sind, dann kommen wir ins Spiel. In der emotionellen Ersten Hilfe lernen Eltern vor allen Dingen, wie sie die Nähe und Verbundenheit, die vielleicht verloren gegangen ist, wiederfinden, wie sie sie fördern können oder auch bewahren können. Im Prinzip ist darin gar nichts kompliziert. Die Logik dahinter besagt, dass wir nur dort, wo wir selber gelassen sind, gelassen und entspannt in unserem eigenen Körper, wir haben vorhin und auch gestern ja schon auch mal ein bisschen was davon gehört, dass wir auch einen eigenen Körper haben, der Sinn macht, sich den mal anzuschauen. Also da, wo wir gelassen und entspannt in unserem eigenen Körper sind, da können wir eine verlässliche Beziehung zu unseren kleineren und auch zu unseren größeren Mitmenschen aufbauen. Der Aufbau von Bindungssicherheit mit unseren Kindern benötigt somit einen erwachsenen Menschen. Einen erwachsenen Menschen, der in seinem Körper zu Hause ist, seinen Körper wahrnehmen kann, den spüren kann und genießen kann. Und in der emotionellen Ersten Hilfe unterstützen wir die Eltern dabei, zuallererst ihre eigenen Reaktionsmuster in schwierigen Situationen besser zu verstehen. Die allerwichtigste Botschaft lautet: Bindung braucht einen Körper. Und somit ist der Körper zu einem unser zentrales Bezugssystem für die jeweilige Beziehungsdynamik, für die jeweilige Bindungskonstellation. Und zum anderen ist er aber auch unser Leitschema in der Begleitung der Eltern. Ganz kurz, ich verspreche es euch, gehe ich trotzdem jetzt noch auf die Geschichte der emotionalen Ersten Hilfe ein. Das Wissen rund um die Körperintelligenz beruht auf den ursprünglichen Erkenntnissen von Wilhelm Reich. Er war Arzt und Psychoanalytiker, ein Schüler von Sigmund Freud. Und eigentlich hat er die wichtigste Pionierarbeit geleistet auf dem Feld der körperorientierten Psychotherapie. Eine seiner zentralsten Beobachtungen war, dass die Unterdrückung von emotionalen Ausdrucksprozessen, also was sind emotionale Ausdrucksprozesse, von Wut, von Trauer, von Zorn, auch von Freude natürlich, dass diese Unterdrückung zu chronischen Muskel- und Gewebespannungen führen können. Und er war auch einer der Ersten, der in seinen therapeutischen Sitzungen die Patienten angefasst hat. Und er hat durch leichtere, stärkere Berührungen, hat durch Atemarbeit dann manchmal sehr verschüttete Gefühle wieder nach oben transportiert. Seine Tochter Eva Reich, Ärztin und Geburtshelferin, hat die Arbeit weiterentwickelt und hat sie vor allen Dingen für schwangere und hochbelastete Babys, Säuglinge, Kleinkinder nochmal bereichert. Von ihr stammt die Schmetterlingsbabymassage. Das ist eine ganz spezielle Berührungsform für kleine Kinder, für Babys, für Säuglinge, für Kleinkinder.
eine sehr leichte, zarte Berührungsform, mit der wir nicht unbedingt primär die Kinder entspannen. Klar, das ist schön, wenn das funktioniert, aber manchmal kommt im Windschatten dieser Schmetterlingsbabymassage auch ein Ausdruck raus, weil wir festgehaltene Gefühle, und auch Babys haben manchmal schon sehr festgehaltene Gefühle, damit vielleicht an die Oberfläche bringen. Das muss man wissen, wenn man Schmetterlingsbabymassage macht und anbietet. Nicht immer sind die Kinder danach friedlich und entspannt. Manchmal erzählen sie uns was. Die heutige emotionelle Erste Hilfe ist als Beratungsansatz aus diesen historischen Grundlagen hervorgegangen und wurde von dem Diplompsychologen Thomas Harms, der in Bremen arbeitet und ein Ausbildungszentrum hat, weiterentwickelt. Die Nicola Schmidt gestern, ich weiß nicht, wer sie gehört hat, sie hat sich auch kurz auf Thomas Harms bezogen, auf die Frage, was Koregulation ist, kommen wir auch noch zu. Und Thomas Harms hat die emotionelle Erste Hilfe zu dem gemacht, was sie jetzt ist, und sie basiert auf diesen ganz aktuellen Erkenntnissen aus der Körperpsychotherapie, aus der Neurophysiologie, aus der Bindungs- und Traumaforschung. Und wir nutzen in der EEH spezifische körperliche Methoden, wie zum Beispiel die Atmung, Körperberührung, Körperwahrnehmung. Und all diese Methoden bieten wir als erstes den Eltern an, damit sie ihre Spür- und Beziehungs- und Erlebnisfähigkeit zum Kind, zu sich und zum Kind verbessern können. Ich finde, das Hauptmerkmal der emotionellen Ersten Hilfe ist, dass es eigentlich gar keine klassische Beratung ist. Statt dass die Eltern direkt mit neuen Ideen zu einer Tagesplanung, zu noch einem anderen Handling, nochmal neue Ratschläge, zu irgendeinem Schlafprogramm zugeschüttet werden, wollen wir vor allen Dingen drei Sachen von den Eltern wissen. Was denken sie jetzt über das Weinen ihres Kindes? Was fühlen sie dabei? Sie haben ja auch so ein Nervensystem, die haben ja auch einen Sympathikus und Parasympathikus. Und die schwingen auch mehr oder wenig gut hin und her. Ich zeichne das jetzt nochmal, was der Sympathikus macht und der Parasympathikus. Das macht der Sympathikus, das macht der Parasympathikus, eigentlich genau gegengleich. Nehmen wir mal, ich habe hier Paul. Frau Stahl hatte, glaube ich, gestern Michael. Ich habe hier Paul. Paul ist 6 Monate alt und liegt unter seinem Spielebogen. Und das bewegt sich alles wunderbar. Und er ist total aufgeregt und wackelt jetzt mit beiden Armen und beiden Beinen. Und das macht er ungefähr 3 Minuten. Und dann merkt man so, kommt so ein... Es wird ein bisschen jetzt, das reicht jetzt so, hat sich schon ganz schön viel, fand das schon ganz schön spannend. Guckt so ein bisschen zur Seite, guckt ein bisschen verträumt nach oben. Das macht er dann auch nochmal so 2-3 Minuten. Und dann schaut er wieder zu seinem Mobile und fängt wieder an zu strampeln. Das macht Paul aber nur, wenn er gut balanciert ist, wenn er sich gut selber regulieren kann. Wenn Paul das nicht gut selber kann, dann macht er was völlig anderes. Er guckt und guckt und guckt, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, für sein Nervensystem viel zu viel. Und jetzt macht er was? Er fängt an zu weinen. Er fängt an zu weinen. Und was machen wir? Wir packen nochmal eine Schippe drauf, weil wir glauben in 95% der Fälle, oh, Paul ist langweilig, der braucht ein bisschen mehr Action. Ah, gefehlt. Eigentlich braucht Paul jetzt mal eine Pause. Eigentlich müsste ich Paul jetzt mal seinen Spielebogen wegnehmen, vielleicht eine Hand auf den Bauch legen, mich mal kurz regulieren, vielleicht mal kurz sehen, was ich da sage, was ich da sehe. Na, Paul, war jetzt spannend hier, ne, unter dem Mobile. Komm, wir machen mal Pause, ich lege das mal weg. Fast alle Eltern fangen jetzt hier an, ihr Kind weiter zu stimulieren. Tragen es so, geben ihm noch mehr Input, noch eine Schippe drauf, noch ein bisschen mehr. Bis irgendwann Paul super erregt ist und gar nicht mehr kann. Ich vermute, dass Sie diese Situation alle mehr oder weniger gut kennen. Ja.
Also wichtig, was ich noch mal ganz kurz zusammengefasst, was ich damit sagen will, ist prima, wenn wir in der Balance sind. Prima, wenn wir dieses Hin- und Herschwingen schaffen. Wann wir das nicht so gut schaffen, denke ich, schauen wir dann mal noch, da kommen wir noch gleich zu. Ich finde es so herrlich, ja? Seit gestern sitze ich hier und gucke mir diese ganz tollen Kinder an. Also, das ist unser autonomes Nervensystem, was immer schön hin und her schwingt zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Und vielleicht, wenn Sie das jetzt so beim nächsten Mal, wenn Sie selber ein Kind haben, schauen Sie doch mal, wie gut kann mein Kind das? Wie gut kann es hin und her schwingen? Und wie oft störe ich es vielleicht unbewusst dabei, weil es irgendwie gerade super gut parasympathisch hin und her geschwungen ist? Und was mache ich? Ich spreche es an. Na, Schätzchen, träumst du gerade schön? Ja, super. Bringe ich mein Kind ganz schnell wieder in den Sympathikus. Also genießt es, wenn eure Kinder das alleine können. Ist super, ganz toll. Kommen wir jetzt zum Thema des Vortrages. Warum weinen Kinder überhaupt? Und zusammenfassend, erstmal würde ich sagen, es sind immer ganz, ganz viele Gründe, warum Kinder weinen. Und als erstes müssen wir natürlich überlegen, hat mein Kind Hunger? Hat es vielleicht Schmerzen? Sprich, hat es irgendein Bedürfnis, was ich jetzt vielleicht mal erfüllen sollte? Also Hunger, Schmerzen, Müdigkeit ist, glaube ich, der Hauptgrund, wo wir erstmal gucken sollten, ob es da was zu erfüllen gibt. Also wenn ich ein Baby zum Beispiel für eine Impfung stechen muss oder für eine Blutentnahme, dann ist klar, dass es sein Unlustempfinden auch mit Weinen äußern darf und äußern wird, weil das wehtut, völlig klar. Die zweite Quelle, Bindung, mit der wir es zu tun haben, die wird schon sehr, sehr weniger gesehen. Interessant ist, dass wir wissen, dass jedes Baby Bedürfnisse nach Nähe, nach Kontakt, nach Geborgenheit und Sicherheit hat. Und wenn dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt ist, dann bekommt dieses Kind ein bisschen Stress und es führt letztendlich zum selben Unlustverhalten wie der Hunger, wie die Schmerzen. Anders wird sich das Baby gar nicht äußern können. Also auch hier äußert sich ein Baby erstmal ganz körperlich. Es quengelt, es weint, es schreit. Ich finde das sehr spannend mit der Bindung, weil ich ganz oft in den Beratungen höre, dass mit 8, 9 Monaten findet irgendwie so ein bisschen so ein Switch statt. Also bis dahin hat das Kind immer gut geschlafen und plötzlich verändert sich was im Schlafverhalten. Plötzlich ist das Kind viel, viel unruhiger. Plötzlich muss abends und nachts nochmal mehr geweint und verarbeitet werden. Ich bin überzeugt davon, dass das auch daran liegt, dass wir mit 8, 9 Monaten nicht mehr so viel am Körper unserer Eltern sind. Wir fangen an zu krabbeln, wir fangen an uns wegzudrehen und wegzubewegen. Das heißt, Bindung ist am Tag viel weniger, kommt viel weniger zustande als bei einem 4 oder 5 Monate Alten. Und was die dann machen, abends oder nachts, die melden sich. Die melden sich und sagen, hallo, irgendwas war nicht ausreichend über den Tag. Ich brauche mal hier ein bisschen mehr Bindung, ein bisschen mehr Kontakt. Die dritte Quelle, die Anregung. Babys sind infohungrig. Und zwar immer genau so viel, wie ihre Bahnen im Gehirn brauchen, um Neues zu lernen. Und wenn sie zu wenig bekommen, dann langweilen sie sich tatsächlich und dann melden sie sich auch. Aber wenn sie zu viel bekommen, wie ich eben vorgemacht habe bei Klein Paul, wenn sie zu viel bekommen, fangen sie halt auch an zu quengeln und an zu weinen. Und auch hier ist es wieder die einzige Möglichkeit für ein kleines Kind, sich zu melden. Und der letzte Punkt, Autonomie. Die Autonomie ist auch schon ganz oft gefallen, ist, glaube ich, auch vorhin bei Linhard Valentin gefallen. Was heißt das, dass Babys von Beginn an selbstwirksame Wesen sind?
Sie wollen es alleine tun. Können sie natürlich noch nicht so viel, aber irgendwann fängt das ja an. Mein 6 Monate alter Paul, ja, der liegt auf dem Rücken und versucht verzweifelt, sich von der Rückenlage auf den Bauch zu drehen. Er macht das irgendwie mit Schwung. Einmal, zweimal. Wird irgendwie irgendwann dann auch ein bisschen sauer und stinkig. Und weil ich mir das nicht mehr lange mit angucken kann, schwupps, drehe ich ihn um. Findet er in der Regel gar nicht lustig. Er schmeckert weiter. Ich habe es ihm abgenommen. Ich glaube nicht, dass der innerlich sagen würde, ja super Mama, brauche ich mich jetzt nicht mehr anstrengen. Eigentlich will er es alleine schaffen. Und hier, finde ich, begleitet mich der Satz seit Jahren von Maria Montessori, hilf mir, es selbst zu tun. Also wie können wir die Lebensumwelt unserer Kinder so schaffen und so begleiten, dass er es dann alleine kann. Vielleicht ihm Finger bieten, dass er sich rüberziehen kann. Vielleicht in dem Fall einfach mal gucken, dass ich ihm einen Rückhalt gebe und er nicht sofort zurückkullert. Und bei diesem Thema Autonomie, da beobachte ich ganz häufig wirklich, dass es sehr, sehr viele ängstliche Eltern gibt, die sehr schnell damit sind, die Herausforderung und damit aber auch den Erfolg und das Scheitern den Kindern abzunehmen. Also beides ist ja wichtig, dass sie das erfolgreich bewältigen, aber auch, dass sie scheitern. Und insofern glaube ich, ist auch hier wichtig, dass irgendwie so eine gewisse Balance besteht. Wann braucht mein Kind meine Unterstützung? Wann braucht es vielleicht ein bisschen meine Zurückhaltung? Und wo kann ich ihm helfen und wo lasse ich es vielleicht besser? Zusammenfassend lässt sich hierzu sagen, egal, ob es um diesen Autonomieaspekt geht oder die Anregung oder die Bindung oder den Körper, also Hunger oder Schmerz, immer ist Quengeln, Weinen, Schreien die einzige Weltsprache der Babys, mit der sie sich mitteilen können. Und immer sagen sie hier, hallo, hier stimmt was nicht. Man könnte also sagen, im Schreien und im Babyweinen steckt zum einen die Kraft, es zu verändern, die Information, worum es geht, und auch schon das bindungsstärkende Angebot, was das Baby benötigt, um da wieder rauszukommen. Schreien enthält eine Botschaft und dieses Schreien muss gehört werden. An dieser Stelle zeige ich Ihnen jetzt einen ganz, ganz kleinen, kurzen Videoclip, der nicht so viel mit Schreien zu tun hat, aber den ich einfach so klasse finde, weil er verdeutlicht, wie stark Babys auf unsere prompte und vor allen Dingen auf unsere angepassten Reaktionen sind. Es ist ein Experiment, was gelaufen wird, das Still-Face-Experiment, also das bewegungslose Gesicht-Experiment. Und ich würde sagen, ich sage gar nicht viel. Sie schauen sich mal an, wie dieses kleine Mädchen reagiert. Dieses ist es nicht, kommt jetzt ein anderes Mädchen. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother.
she points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Das war's. Sehr beeindruckend, finde ich, wie schnell dieses einjährige Kind auf dieses ausdruckslose Gesicht der Mutter mit wirklich Stress reagiert hat. Mit allen möglichen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, hat sie versucht, ihre Mutter praktisch wieder zurückzuholen, wieder ins Boot zu holen. Und ich finde es sehr beeindruckend. Kommen wir nun zu den weinenden Babys. Jetzt passiert genau das. Jetzt die hat, glaube ich, immer nur eine Haltbarkeit von einer halben Stunde. Jetzt will sie nicht mehr. Oder sie wird zu warm in der Hand. Gut, machen wir hier weiter. Alle Babys weinen schon mal. Und einige Babys weinen länger als andere. Und grundsätzlich geht es erst einmal darum, festzustellen, warum das Baby weint. Ist es ein Bedürfniswein? Bei dem Bedürfniswein, das habe ich eben schon mal ganz kurz gesagt, hat das Baby ein körperliches Bedürfnis, das es selber nicht stillen kann in dem Moment. Und wir müssen herausfinden, um was es sich handelt. Und bei dem Bedürfnisweinen handelt es sich also eigentlich um eine Aufforderung an uns zu handeln. Und die meisten Eltern gehen tatsächlich auch in dem Moment, wo das Baby anfängt zu weinen, als erstes so eine Art Bedürfnischeckliste durch. Hat mein Kind Hunger? Ist es müde? Muss es noch ein Bäuerchen machen? Hat es Luft im Bauch? Muss ich mal die Windel wechseln? Und. Also was würde jetzt helfen? Und wenn diese Bedürfnischeckliste abgearbeitet ist, dann ist das Baby im besten Fall ruhig, weil dann war ich anscheinend richtig mit meiner Checkliste. Leider aber nicht immer. Es ist nicht immer ruhig. Es gibt das Stressweinen. Beim Stressweinen oder beim Stressbewältigungsweinen baut das Baby erlebten Stress und Spannung ab. Und was meinen Sie, warum weinen so viele Babys gehäuft in den Abendstunden? Warum haben die immer abends ihre Koliken? Ist doch irgendwie auch Quatsch, oder? Ich würde sagen, abends sind sie einfach gestresster. Abends ist das Fass zu voll. Morgens um 8 ist die Welt noch in Ordnung, Mama ist auch noch irgendwie einigermaßen entspannt. Fahren wir erstmal schön irgendwie zum PKIP, da liegen dann noch 8 andere Kinder nackt mit mir auf der Krabbeldecke. Danach müssen wir noch mal eben einkaufen gehen und wieder raus aus dem Maxi-Cosi und rein in Maxi-Cosi. Und dann wird es schon ein bisschen stressig, weil der große Bruder muss ja noch aus der Kita abgeholt werden. Jetzt wird alles ein bisschen schneller und enger und ich komme schon fast ein bisschen außer Atem. Und zu Hause muss Mama noch schnell den Einkauf nach oben bringen und der große Bruder will auch noch ein bisschen bespaßt werden. Und dann ist es 17 Uhr und als hätte man irgendwie einen Knopf gedrückt, ja, da nickt jemand, das Kind fängt an zu schreien. Und eigentlich sagt es in dem Moment, ich kann nicht mehr, hallo, Pause mal bitte, können wir mal Pause machen? Und wenn wir dieses Weinen nicht zulassen, dann kann das Baby seinen Stress und seine ganzen Spannungen nicht abbauen. Und dann
bleibt es dauerhaft gestresst, dann bleibt es dauerhaft so, sympathikoton. Und der häufigste Grund jedoch, warum Eltern zu mir in die Beratung kommen, ist folgender, das ist das Erinnerungsweinen. Und wir sprechen vom Erinnerungsweinen, wenn das Baby weint, weil es innere Impulse in seinem Körper oder in seiner Psyche zum Ausdruck bringen möchte. Beim Erinnerungsweinen verarbeitet das Baby schwierige Situationen, in welchen es sich eventuell bedroht oder hilflos gefühlt hat. Und das geschieht nicht über den Intellekt, weil es sich daran erinnert, sondern das geschieht immer über den Körper. Das ist eine körperliche und eine emotionale Erinnerung. Wir kommen aber jetzt erstmal zu diesen beiden Weinformen. Das ist das, glaube ich, womit jeder auch im Alltag zu handeln hat. Ersteres kann ich ja in der Regel ganz gut beheben. Also der Hunger oder die nasse Windel. War das der Grund fürs Weinen? Dann hört das Baby ja auf zu weinen. Kommen wir zum stresslösen Weinen. Das sieht dann so aus. Es fängt langsam an mit dem Weinen. Die Kinder haben in der Regel auch noch Blickkontakt während des Weinens. Es gibt meistens eine ganz körperliche Reaktion. Die Kinder sind sehr, sehr aufgeregt. Und wenn das Kind praktisch dann den Stress rausgelassen hat und geweint hat, kommt es auch zu einer wunderschönen Entspannungsreaktion. Allerdings nur, wenn ich das Weinen nicht vorher unterbreche. Also in dem Moment, wo ich mein Kind in dieser Situation, es beginnt ganz langsam, es hat noch Blickkontakt zu mir, es wird immer aufgeregter, jetzt nehme ich es raus und biete eigentlich nur eine Alternative an. Ich laufe ein bisschen mit ihm rum, ich biete was Neues an, ich hüpfe auf den Petsyball. Ich weiß ja, Hunger hat er nicht, also aus irgendeinem Grund weint er aber trotzdem und deswegen sage ich den Lieblingssatz, ist doch alles gut. Ist aber gar nicht alles gut. Mein Baby weint weiter. Es ist weiterhin gestresst. Und es kommt nicht zu dieser wunderschönen Kurve, zu diesem stresslösenden Weinen. Da sehen wir ganz genau, es zeigt sich in diesen unteren Kurven, es zeigt sich genau, wie das anfängt. Ein bisschen quengel, 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 ich kann mich nochmal ein bisschen regulieren, dann quengel ich ein bisschen weiter und dann geht's hoch. Und wenn ich da oben, ja, da ganz oben an dieser Spitze, wenn ich da landen darf als Baby und darf diesen ganzen Stress rauslassen, dann kommt es zu dieser anderen Reaktion danach. Dann kann ich landen und dann kann ich mich wirklich entspannen. Dann lande ich hier, dann lande ich wieder im Parasympathikus. Dann bin ich wieder da. Aber wie bitteschön mache ich das? Wie leite ich die Eltern an, dass sie ihr Baby so begleiten können? Und natürlich, wir reden hier nicht von, lass doch dein Kind mal weinen, schreien kräftig die Lungen, es hat uns auch nicht geschadet. Nein, die Zeiten sind hoffentlich vorbei und das ist auch nicht das, was ich Ihnen sagen möchte hier. Aber schreien lassen ist tatsächlich nicht ganz verkehrt. Alles immer schön im Kontakt und immer mit meiner ganzen Aufmerksamkeit und vor allem mit meinem ganzen Herzen. Gerne spreche ich hier vom begleiteten Weinen. Und viele Eltern berichten mir, dass sie erzählen dann auch, dass sie ihr Kind erzählen lassen. Sie lassen sich erzählen, warum, was gerade so schwierig ist. Und es funktioniert. Also, wichtig ist erstmal positionieren. Darf ich Sie mal ganz kurz bitten? Einmal hinstellen. Muss ich aufstehen? Ja. Papa? Ja. Super. Schon mal ein schreiendes Kind auf dem Arm gehabt? Sehr oft, ja. Okay, Paul schreit jetzt. Ja? Der schreit ganz bitterlich. Okay. Und wir sagen du. Sag mal deinen Namen. Emil. Emil. Ja. Okay, Conny. Also Emil. Paul schreit jetzt ganz bitterlich. Erstmal würde ich in einer Beratung mir anschauen, was macht Emil mit Paul, wenn er so schreit. Das gucken wir uns eine ganze Weile an.
In der Regel würden Eltern viel rumrennen, bisschen laufen, mal den Fliegergriff, alles das, was funktioniert hat. Was hat bei deinem Sohn funktioniert? Okay. Und dann ein bisschen geschuckelt und dann wurde er ruhig. Nee. Also das Schuckeln war natürlich auch dabei, aber wir hatten auch solche Phasen. Da bin ich immer meistens mit ihm in das Büro gegangen, wo es halt ruhig und dunkel war. Und dann war ich mit ihm alleine dort meistens für eine halbe Stunde. Okay. Und dann hat das geklappt. Ja, genau. Okay. Gut. Also, wir würden jetzt sagen, Paul weint ganz doll. Und das Erste, was ich vorschlagen würde, ist, Emil, darf ich mal eine Hand bei dir auf dem Rücken machen? Ja. Okay. Spür mal, wie ist die da? Gut heißt was? Können wir ein bisschen tiefer sein? Aha. So, können wir ein bisschen. Super! Was macht er in dem Moment, wo ich die Hand hier mache? Er geht in seinen Körper und die Aufmerksamkeit geht von meinem kleinen Paul hier weg. Das ist der einzige Trick, warum ich das mache. Nicht, weil ich Emil so gerne in den Arm nehmen möchte, sondern weil ich gerne möchte, dass er mal in seinen Körper kurz spürt und dass er seine Aufmerksamkeit von Paul wegnimmt. Und damit ist schon total viel gewonnen. Und das merken auch, das merkt man sofort. Die Kinder sind erstmal fast ein bisschen verdutzt in dem Moment. Die hören wirklich auch in dem Moment schon mal ganz kurz auf und gucken sich um. Das Zweite wäre, wenn der ganz doll weint, würden wir immer bitten, dass man sich so positioniert. Hat was mit der Regulation zu tun, das geht einfach in dieser aufrechten Position besser. Hat auch noch ein paar andere Gründe. Ich hätte also meine Hand hier in deinem Rücken und würde dir jetzt sagen, so, nun atmest du mal schön in deinen Bauch, so dass du, ja genau, dass du wie, du kannst Paul hin und her schaukeln mit deiner, merkst du was? Du gehst auch wieder in den Körper. Die Aufmerksamkeit geht wieder von Paul weg. Und Paul tut das total gut, wenn der nicht Papas komplette Aufmerksamkeit hat. Weil Papa ist ja im Modus, kannst du mal ruhig werden, kannst du mal ruhig werden, kannst du mal ruhig werden. Und das ist schon ein ganz, ganz, ganz großer Baustein. Wir versuchen, Papa ein bisschen aus diesem Fokus rauszubringen. Oder Mama natürlich, ganz klar. Danke. Vielen Dank. Ich gucke mal, ob das jetzt hier wieder geht. Also positionieren ist das eine. Das andere ist, Luft anhalten ist ganz schlecht. Sollten wir nicht tun. Merken wir sehr schnell. Die Kinder werden ganz aufgeregt. Besser wäre es wirklich, weiter zu atmen. Tief durchzuatmen. Und wirklich die Eltern auf die Bauchatmung aufmerksam machen. In den Bauchatmung atmen heißt, ich werde ein bisschen parasympathisch. Das ist die einzige Körperreaktion, die ich selber steuern kann, ist meine Atmung. Also ob mein Herzschlag zu schnell geht, ob ich jetzt anfange zu schwitzen, ob die ganzen anderen Reaktionen losgehen, das kann ich nicht steuern. Aber meine Atmung kann ich steuern. Ich kann bewusst tief in den Bauch atmen. Wer das nicht kann, sollte dringend irgendeinen Atmungsachtsamkeitskurs belegen. Oder nochmal einen Schwangerschaftskurs, wer weiß. So sieht das dann also aus. So sieht der Erregungsprozess des stresslösenden Babyweinens aus. Und ganz, ganz entscheidend ist, ob es nach diesem ganzen Aufbau, da geht's hoch, ob es danach zu einer ganz körperlichen Entspannungsreaktion kommt. Gut regulierte Kinder kommen eigentlich ganz gut danach in so eine Entspannungsreaktion. Diese ganze aufgebaute Erregung wird ganz oben losgelassen und dann fallen die da rein, machen Blickkontakt, wie so ein erstes Bonding fast, also das erzählen ganz viele Eltern, sind total gerührt und schauen ihr Kind noch mit ganz anderen Augen und sind total verbunden danach. Und dann gibt es wirklich so eine Phase, die ganz, ganz heilig ist in den Begleitungen. Ich bin jedes Mal wieder sehr, sehr berührt. All das, was das Baby praktisch da bis dahin angesammelt hat, verausgabt es in diesem einen Ausbruch und dann ist es wie so eine kleine Landung. Und zwar keine Bruchlandung, sondern eine sehr schöne Landung. Wer will nicht? Gut, dann mache ich das hier per Hand weiter.
So schauen die manchmal, die Kinder. Kommen wir zu den Zeichen der untröstlich weinenden Kinder. Es gibt ja auch die Babys, die dann nicht so richtig runterkommen, wo das Schreien nicht mit einem Quengeln, nicht mit einem, mit einer Vorstufe losgeht, langsam, 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 ein bisschen stoppen, nochmal langsam, hallo, hast du mich immer noch nicht gehört, nochmal eine Schippe drauf, nein, da geht sofort los. Die sind anfallsartig, sind die gleich auf 180. Und alle elterlichen Beruhigungsangebote bringen gar nichts. Die Babys finden in dem Schreien gar keine Entspannung, sie sind total übermotorisch, sind wahnsinnig stark in Bewegung, sind sehr, sehr schreckhaft, haben dauernde Anspannung. Und was wir auch immer wieder hören ist, mein Kind kommt gar nicht in den Schlaf. Kleines Baby schläft vielleicht dreimal am Tag, dann 20 Minuten, das war's. Es kommt gar nicht in den Tiefschlaf. Und wenn es mal ganz kurz schläft, dann schreckt es sofort wieder auf und das Ganze geht von vorne los. Dann haben wir das. Dann haben wir einen anhaltenden Stresszustand und dann haben wir vor allen Dingen ein Kind, was dauerhaft sympathikoton ist. Was sich dauerhaft da oben befindet und gar nicht mehr alleine runterkommen kann. Und dann sieht eine Schreikurve so aus. Das fühlt sich dann häufig so an. Mein Kind schreit los, ich mache irgendeine Aktion, ja, schuckel, spring auf dem Petsyball mit dem Kind rum, schaukel es im Maxi-Cosi. Das funktioniert 2-3 Minuten, dann kommt das Kind runter, kommt aber nur eine Etage runter und das Ganze hält auch nur ganz kurz, weil sobald ich mit meiner Aktion aufhöre, fängt das Kind wieder an zu schreien. Eigentlich müsste es 4 Etagen runterkommen, aber es kommt da nur eine Etage runter. Und diese Babys sind dauerhaft auf diesem sehr hohen Erregungszustand und können dementsprechend auch ganz, ganz schwierig in den Schlaf finden. Und wir sehen immer wieder, dass sie nur sehr kurz trinken, meist sehr gierig trinken, meistens sehr, sehr unzufrieden sind, dann da wieder mit aufhören, im Schlaf auch sehr, sehr unruhig sind und immer wieder auch schnell aufwachen. Was sind das für Kinder? Und vor allen Dingen, warum sind die so? Hat was mit dem Sympathikus zu tun? Ja. Und hat auch viel mit dem zu tun, was sie vielleicht vorher schon erlebt haben. Ich habe ja gesagt, die schlecht regulierten Kinder, ich sage es jetzt einmal, weil ich sage es echt nicht gerne, es sind auch manchmal die traumatisierten Kinder. Doch was sind traumatisierte Babys? Wie kann ein Baby schon traumatisiert sein? Da gibt es natürlich das Frühchen, welches vielleicht 12, 14, 16 Wochen zu früh auf die Welt kommt, was viele sehr schmerzhafte, sehr invasive Erfahrungen machen musste, was sehr lange von den Eltern getrennt war. Natürlich ist das traumatisiert, natürlich hat das eine Überwältigungsbiografie hinter sich. Und vielleicht muss dieses Kind ab und zu dann nochmal was davon erzählen später. Es gibt auch viel, viel kürzere Geschichten, die auch schon eine Auswirkung haben können auf die Regulationsfähigkeit des Babys. Was hören wir da ganz oft? Da ist es dann ganz häufig ganz entspannte Schwangerschaft, ein guter, ganz normaler Geburtsbeginn, doch dann plötzlich Herztöne werden schlecht beim Kind. Plötzlich muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, und zwar ein Notkaiserschnitt. Es gibt also eine sehr massive Lebensbedrohung, es gibt Todesangst und es gibt vor allen Dingen eins für die Kinder, es gibt eine wahnsinnige Beschleunigung. Ja, die haben nicht mehr ihre 3, 4, 5, 6 Stunden, die sie da durch den Geburtskanal sich irgendwie kämpfen und winden können. Nein, die haben genau 3 bis 7 Minuten und dann sind sie da. Und dann sehen sie schon mal so aus, ziemlich erschrocken, weil einfach alles so schnell ist. Und es gibt wirklich ganz, ganz häufig, dass wir das erleben, dass Babys die Kaiserschnittgeburt als sehr überwältigend und gewaltsam erleben.
Ich will jetzt auf keinen Fall hier den Eindruck erwecken, als würde ich irgendwie jetzt ein schlechtes Gewissen für irgendeinen Kaiserschnitt machen. Um Gottes Willen. Es gibt bestimmt Kaiserschnitte, die notwendig sind, garantiert. Aber ich erlebe immer wieder auch in den Erzählungen, dass viele Kaiserschnitte auch zu schnell gemacht werden. Und das, glaube ich, das hat bestimmt jeder von Ihnen mitgekriegt, hat auch was mit unserer Personalsituation in den Kreissälen zu tun. Wären die dort anders ausgestattet, würde es mehr Hebammen geben, dann, glaube ich, müsste man nicht jede dritte Geburt als Schnittentbindung enden lassen. Also auf keinen Fall möchte ich hier den Kaiserschnitt verteufeln. Wenn er aus stichhaltigen und medizinischen Gründen gemacht wird, dann stellt er auch niemals ein mütterliches Versagen dar. Dann ist er einfach auch ein Segen und dann kann er auch Leben retten. Noch ein Beispiel. Auch ein Beispiel aus meiner Praxis. Die Geburt war schön, die Geburt war spontan. Der Papa hat das Kind auf der Brust. Mutter muss noch versorgt werden. Plötzlich stellen sich bei der Mutter massive Blutungen ein. Vater sieht dieses wahnsinnig viele Blut, kriegt sein Kind halt auf die Brust oder hat es da liegen und hoppla hopp, muss die Mutter nochmal weggebracht werden, muss in den OP. Auch hier geht es für den Vater in dem Moment um Leben und Tod. Er sieht seine Frau, wie die weggeschoben wird und denkt einfach in dem Moment tatsächlich, wie soll ich das als Witwer schaffen? Alleine. Und das macht was. Er hat sein neugeborenes Kind auf seiner Brust und das macht natürlich was mit diesem Kind. Da ist kein Schön, dass du da bist. Da ist kein Gefühl von Sicherheit. Da ist ein Energiecocktail aus Angst, Sorge, Verzweiflung, Ohnmacht, einer ganz großen Not. Und alle, die behaupten, dass die Kinder das nicht mitkriegen würden, haben Unrecht. Also, wie fühlt sich das an für so einen kleinen Kerl? Wie fühlt sich das an? Zweites Kind. Erste Kind ist leider 3 Wochen vor der Geburt intrauterin verstorben. Nach 3 Jahren wird die Mama wieder schwanger mit dem zweiten Kind. Sie kommt zur 34., 35., 36. Woche. Da ist nicht mehr viel mit Entspannung und ich relaxe, weil das Kind kommt bald. Nein, da ist vor allen Dingen in dieser Mutter, dieser werdenden Mutter, ganz viel Angst und Sorge. Nochmal würde sie das nicht durchstehen, nochmal ein Kind tot zur Welt zu bringen. Das ist das Schlimmste, was einem sicherlich passieren kann. Und jedes Mal, wenn dieser kleine Wurm da in dem Bauch mal denkt, ich könnte jetzt mal eine Pause gebrauchen und sich mal ganz ruhig verhält, kriegt Mutter Stress. Der Sympathikus, der schnellt hoch. Ja, was macht die? Da wird ein bisschen geruckelt, um zu gucken, ob das Kind noch lebt. Also, eine vorgeburtliche Erfahrung dieses kleinen Kindes ist, immer wenn ich mich entspannen will, kriegt jemand anderes Todesangst und macht mich wach. Also würde das wundern, wenn dieses kleine Baby nachgeburtlich nicht gerade entspannt in den Schlaf findet? Eigentlich doch nicht. Und das finde ich so wichtig, dass wir die Geschichten hinter all den Themen irgendwie, dass wir die erkennen, dass wir gucken, um was geht's hier? Geht's hier um eine Überwältigung? Geht's hier um eine Trennungserfahrung? Ist die Trennung so schmerzhaft, so schnell gewesen? Um was geht's genau? Was steckt da für eine Energie hinter? Und deswegen ist auch immer die Geschichte um jedes Kind, um jede Mutter, um jeden Vater ist auch so unglaublich wichtig. Ich hatte mal ein Ehepaar da mit einer kleinen Tochter. Das fand ich auch sehr spannend. Die hat immer sehr extrem geweint. Und Papa ist ausgestiegen. Jedes Mal, wenn die zu mir in die Beratung kam, habe ich gemerkt, warum driftet er weg? Was passiert hier mit ihm? Und dann haben wir so 2, 3 vertiefende Fragen habe ich gestellt und irgendwann wurde ihm auch klar, ja komisch, immer wenn die weint, dann denke ich, sie hat was. Okay, was könnte sie haben? Und dann fiel ihm auf, dass er selber im Alter von 4 Jahren wurde sein Schreien nicht gehört und er hatte einen Darmverschluss und er wäre fast daran gestorben. Das heißt, da triggert das Schreien dieser Kleinen, seiner Tochter, triggert sein Erleben an. Er bekommt eine Todesbedrohung. Das ist hier unser, haben wir doch auch schon gehabt bei Lienhard Valentin, das ist der Tiger, ja, der dann plötzlich kommt, um die Ecke kommt und uns total bedroht. Und erst als er das differenzieren konnte, nee, ist nicht meine Tochter, die hier Todes
die in einer Todesgefahr ist. Das bin ich. Ich bin hier derjenige, der davon angesteckt wird, der angetriggert wird. Erst da konnte sich tatsächlich auch was verändern. Also ich finde es bei diesen ganzen Geschichten finde ich einfach total wichtig, dass uns eins klar sein sollte, Babys sind fühlende Wesen von Anfang an. Und von Anfang an, damit meine ich nicht erst den Moment, wenn sie das Licht der Welt erblicken. Mit Anfang meine ich tatsächlich den Moment, wenn die Samenzelle auf ein Ei trifft. Schon in dem Moment passiert da was. Kommen wir jetzt noch kurz zu den Eltern. Wie sieht die Situation der Eltern aus? Wir haben uns jetzt eben angeguckt, wie reagiert das Baby, was gut reguliert ist, was nicht so gut reguliert ist. Wie reagiert das, wenn es weint? Wie reagieren die Eltern? Das Baby weint und es weint untröstlich. Und in der Regel haben untröstlich weinende Kinder immer sehr verzweifelte, ohnmächtige, erschöpfte Eltern. Und ich finde es immer sehr traurig, dann, wenn Eltern sich sehr, sehr spät Unterstützung holen. Also das fände ich einfach, wäre nochmal so ein Appell, wenn Sie jemanden auch in der Bekanntschaft oder als Freundin oder selber Bedarf haben, holen Sie sich Unterstützung. Es gibt Unterstützung. Sie müssen das nicht alleine aushalten. Und da gibt es genug Anlaufstellen, glaube ich, wo man mal genauer hingucken kann, wer könnte mir eine Hilfe darstellen, um mit diesem Problem und mit meinem Kind hier besser klarzukommen. Also, die aktuelle Situation der Begleitperson. Mein Baby weint, ich gerate in Anspannung, alle haben aufgepasst, ich werde ein bisschen sympathikoton, ich muss es nicht nochmal erwähnen. Also, meine Atmung landet hier, meine Muskulatur spannt sich an, Herzschlag geht hoch, ich fange an zu schwitzen. Jetzt versuche ich, dieses Kind irgendwie ruhig zu kriegen, laufe mit ihm rum, setze mich auf den Petsi-Ball, versuche nochmal die Flasche, halte den Schnuller fest. Bin also nach all diesen 10 Sachen, die ich jetzt irgendwie versucht habe anzuwenden, irgendwann lande ich in der Orientierungslosigkeit, in der Unverbundenheit zu meinem Kind. Da ist nichts mehr mit, wir schwingen hier zusammen. Und ich lande vor allen Dingen in der Beschleunigung. Und das ist was Kinder nicht so gerne mögen, wenn wir Eltern beschleunigt sind. Und das ist immer was wir auch wirklich häufig in den Beratungen hören, dass Eltern uns sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das überrollt mich hier. Ich verstehe mein Baby nicht. Ich finde keine Nähe mehr zu meinem Kind. Und ich kann einfach nicht mehr. Und wenn dann Eltern in der Beratung landen, dann geht es vor allen Dingen erstmal darum, den Eltern zu verdeutlichen, in welchem Teufelskreislauf sie sich jetzt befinden. Erst wenn Eltern die Zusammenhänge verstehen zwischen diesem sehr haltlosen Weinen und ihrem psychischen Zustand, erst dann können sie im zweiten Schritt anders damit umgehen. Es gibt Eltern, die dann sehr schnell sagen, ach so, ja, jetzt verstehe ich, warum mein Kind nachts viel besser trinkt, weil ich da viel entspannter bin. Ja, bingo, genau das ist es. Nachts sind wir ein bisschen parasympathischer und das tut den Kindern sehr gut, wenn wir ein bisschen parasympathischer sind. Dann kommen die besser runter. Wenn die Eltern aber während des Schreibprozesses ihre Sicherheit, ihre Präsenz, ihre Selbstanbindung, dieses ich spüre mich hier in meinem Körper. Wenn die das verlieren, dann fühlt sich das auch für das Baby nicht mehr sicher an. Dann kommt es nämlich zu keiner Entspannungsreaktion. Das Baby schläft dann irgendwann vor Erschöpfung ein. Oder es braucht einen, ich nenne das immer gerne, einen Notausgang. Es braucht Schnuller, die Brust, wir laufen herum. Und sehr oft fragen mich die Eltern, wie lange soll ich das denn aushalten mit dem Weinen? Und die Antwort ist so, eigentlich einfach und doch kompliziert. In dem Moment, wo es sich nach Aushalten anfühlt, ist eigentlich schon 3 Minuten zu spät. In dem Moment, wo Eltern im Aushaltemodus des Weinens ihres Babys sind, sind sie schon im Sympathikus, sind sie schon zu hoch. Aber wichtig ist zu merken, wann rutscht ich da rein? Und wichtig ist dann auch zu wissen,
Ha, es gibt einen Ausgang. Ich kann jetzt aufstehen. Ich muss jetzt nicht hier aushalten, bis das Kind sich, bis es vor Erschöpfung einschläft. Nein, nein, es gibt den Ausgang. Ich weiß ja, mein Kind beruhigt es, wenn ich dann mit ihm rumlaufe, wenn ich dann ein bisschen schneller hüpfe, wenn ich dann nochmal den Schnuller gebe. Was in dem Moment, glaube ich, nur sehr, sehr hilfreich wäre für ihr Kind, wenn sie es ihm sagen würden. Wenn sie sagen würden, weißt du was, Paul? Ich glaube, für dich wäre es gut, du könntest noch ein bisschen weinen, aber für mich ist es gerade nicht gut. Ich habe totale Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr und wir machen jetzt was anderes. Und ich gucke jetzt mal, tut mir leid, ich weiß, du bräuchtest es jetzt, aber ich brauche jetzt was anderes. Das ist gut, das kann man machen. Und dann beruhigen sich die Kinder meistens auch, weil es ist ja ein Beruhigungsangebot, was sie auch kennen. Und im besten Fall dürfen sie es ein anderes Mal nachholen. Oder der Partner kommt nach Hause und die Kinder dürfen es dann nachholen. Also wenn wir uns nicht irgendwie ja, auf unsere Babys einlassen, darauf, was sie uns mit ihrem Weinen sagen wollen, dann kann das sein, dass wir die Tanzschritte mit unserem Kind nicht finden. Dann kann das sein, dass es sich anfühlt wie, ich tanze Walzer und mein Partner tanzt aber Tango. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen schräg an, das passt irgendwie nicht. Und wenn wir aber diese neue Information, die unser Baby uns mit seinem Weinen versucht zu sagen, wenn wir das versuchen zu entschlüsseln, wenn wir das dechiffrieren, dann bleiben wir in der Stimmigkeit. Wenn wir anfangen, dem zuzuhören und es nicht immer wieder versuchen, das Kind in diesen Gefühlen abzulenken, dann kann sich Erregung abbauen und dann kann auch ganz, ganz viel heilen. Ich sage wirklich sehr, sehr oft, weil ich finde, das trifft es so, den Eltern in der Beratungsstunde, wenn es zu diesem, auch wenn es zu so einem Weinprozess kommt, weißt du, dein Kind darf jetzt eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung machen mit dir. Ja, also sie sind ja noch, beim ersten Mal sind sie ja noch in so einem Modus, die Eltern, dass man merkt, es rattert. Ah, ich muss mein Kind jetzt hier weinen lassen, das wird doch total sauer. Es fühlt sich doch von mir im Stich gelassen, weil ich es hier habe leiden lassen. Das sind alles Kopfgeburten, das habe ich im Kopf. Und es gibt dann meistens zwei Sachen, die ich sage. Das eine ist, wie würde es dir gehen, wenn du einen richtig schlechten Tag hast und möchtest gerne mit deiner Freundin treffen und möchtest dir sagen, weißt du was, können wir mal irgendwie uns hinsetzen, ich muss dir mal was erzählen, mir geht's gar nicht gut, ich muss mich mal hier ausheulen, ausweinen. Und diese allerbeste Freundin sagt, oh, weißt du, möchtest du nicht noch lieber eine Tasse Kaffee trinken? Guck mal da draußen, dieser schöne blaue Himmel. Und die hat nichts Besseres zu tun, als immer nur abzulenken, abzulenken und abzuwehren. Und nichts anderes machen wir mit unseren Babys, indem wir immer wieder sagen, ist doch alles gut, ist doch alles gut, Und was ist das für eine tolle Erfahrung, die unsere Kinder machen dürfen, also für eine tolle Erfahrung, die sie mit in ihr Leben nehmen, wenn es nämlich mindestens zwei Menschen gibt, Mama und Papa, die auch da sind, wenn ich wütend bin, die mir zuhören, wenn ich traurig bin, die nicht scht machen, wenn ich total verzweifelt bin, sondern wo ich jedes Mal das Gefühl habe, ich darf mit diesen Gefühlen sein. Ich bin mit diesen Gefühlen willkommen. Ich finde, es gibt nichts Bindungsförderndes, wenn wir unsere Kinder damit groß werden lassen. Immer auch wissend, dass das andere ja auch mal sein darf. Also nicht jetzt jedes Mal in jeder möglichen Situation sagen, ja komm, hol dich mal aus. Ich stehe mit meinem Kind in der Straßenbahn und wir machen mal eine halbe Stunde begleitetes Weinen. Das ist damit nicht gemeint. Ich finde, das ist auch eine sehr persönliche und intime Herangehensweise, wenn ich meinem Kind das gestatte. Aber ich muss mich zur Verfügung stellen. Ja? Eine Mutter hat mal zu mir gesagt, ich komme da gerade drauf, weil der junge Mann sich da hinten die Nase putzt. Eine Mutter hat mal zu mir gesagt, hat sie mir geschickt, dann hinterher eine Nachricht. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich an, als wäre ich das Taschentuch für meine Tochter. Und das fühlt sich richtig schön an.
Das fand ich so ein wahnsinnig schönes Bild, dass sie, also es ist irgendwie hängen geblieben. Also, lasst uns anfangen. Fangen Sie an, den Ausdrucksgefühlen Ihres Kindes zuzuhören. Der Wut, der Angst, der Traurigkeit. Egal, alles was da ist, darf da sein. Und dann fühlt sich unser Kind von uns verstanden und von uns gehört. Dann passiert das, das haben wir schon gehabt. Und dann passiert im besten Fall das. Da gibt es noch mehrere schöne, die wollte ich auch nicht vorenthalten. Also ich weiß, ich habe ziemlich viele Stunden gesessen, diesen Vortrag vorzubereiten, aber ich glaube, ich habe die Hälfte der Zeit daran gesessen, wunderschöne Fotos zu finden von kleinen Babys, jeglicher Art. Das ist mein Favorite, also ja. Babys können schon mal ganz schön laut sein, Babys können auch schon mal nerven. Babys sind, wer hat das heute gesagt mit den Zicken? Babys sind kleine Zicken. Irgendeiner hat das heute gesagt in einem Vortrag, ich weiß es nicht mehr. Oder gestern. Babys sind kleine Monster. Babys sind auch schon mal ein bisschen wütend. Sie machen uns auch schon mal Angst. Wir können sie nicht verwöhnen. Sie ärgern uns schon mal. Aber Babys sind vor allen Dingen auch eins. Sie sind kleine, ganz kostbare Wesen, die von uns respektiert werden wollen und die von uns verstanden und geliebt werden wollen, so wie sie in dem jeweiligen Moment gerade sind. Und zum Abschluss würde ich Ihnen ganz gerne einen ganz, ganz kurzen Trailer zeigen, Trailer von 1,5 Minuten. Der Thomas Harms, mein Ausbilder aus Bremen, ist für ein Jahr begleitet worden von einem Filmteam und es sind 3 Kinder mit ihm gefilmt worden. 3 Kinder, die tatsächlich therapeutisch begleitet wurden von ihm. Ein kleiner Junge, der als Schreibaby tituliert wurde, sag ich jetzt mal. Ein kleiner Junge, der keinen Wachschlafrhythmus hat und ein Mädchen, was immer sehr, sehr unruhig ist. Schauen Sie einfach mal rein. Es gibt so einen kleinen Eindruck. Dieser Moment danach, dass dieser Anästhesist zu mir sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Sohn. Aber der wollte nicht atmen, den müssen wir uns nochmal eben kümmern. Das Wichtigste ist vielleicht wirklich zu sagen, dass die meisten Menschen fast wie eine Art Schutzreflex eigentlich davon ausgehen, dass die Babys am Anfang doof sind. Das Baby ist spürendes Wesen von Beginn an. Also die reale Beziehungssituation, da könnte ich mich auch irgendwie jetzt so auf ihn setzen und an ihm rumrutscheln. Sometimes when I'm working with a baby, actually, there's another baby in the room that needs attention. It may be the mother, it may be the father. Sie hat mich verloren. Ich bin nicht mehr da. Leben ist Bewegung. Leben braucht Anstiftung. Braucht, man kann es auch erotischer ausdrücken, braucht Verführung. Have an experience trying the best they can. Ja, alle mal durchatmen jetzt, ne? Wäre nicht schlecht. Ich freue mich sehr, ich hab ihn auch noch nicht gesehen. Ich fahre nächste Woche am Sonntag nach Bremen und sehe die Premiere in Bremen und hoffe, er kommt auch irgendwie in Programmkinos hierhin. Und ich hoffe, es hat Ihnen, hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch bei dem etwas anstrengenden Thema. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und natürlich stehe ich noch gerne für die ein oder andere Frage zur Verfügung, wenn es welche gibt. Ansonsten vielen Dank und
kommt alle gut nach Hause. Danke an euch. Ja, danke. Ja, wir haben ja noch 10 Stunden, machen wir gerne eine. Wenn es Fragen gibt, dann fragt. Oh, wie süß. Meine Frage, ich mache noch die Ausbildung zur Doula und zwar bei der US-Organisation Dona International und da haben wir gelernt, das ist so ein ganz bekannter Kinderarzt aus den USA, da haben wir einen Film von dem gesehen mit den 5 S's, kennen Sie? Ja. Mhm. Wurde uns ganz toll empfohlen, also dieses Swaddling und Harvey Shushing. Cup, ne? Bitte? Cup. Ich bin mich ganz sicher, das ist so einer, so ein ganz hübscher. Und ich erinnere mich nur noch dran, das sah gut aus, ich habe den Namen vergessen. Mit dem Schnuller und mit dem, also im Pucken und Schuschen, also dieses laute Schuschen auch ans Ohr, dass man das dann eben machen soll und hat eben gesehen, wie er die Babys beruhigt hat vom richtig krassen Schreien. Eben, dann hat er sie gepuckt mit dem den Schnuller, also dann das Schuckeln und das Schuschen und ich überlege gerade, was das letzte Essen noch war, auf jeden Fall und so auf die Seite gelegt. Genau. Ne? Und die haben sofort sich beruhigt und jetzt nach dem, was Sie erzählt haben, ist es ja dann gar nicht das Richtige. Wir haben das bei unserem Sohn dann auch gemacht und haben dann immer ganz laut ins Ohr geschuscht und jetzt denke ich die ganze Zeit, oh Gott, haben schlechtes Gewissen. Ich habe sie die ganze Zeit falsch gemacht. Also müsste ich stattdessen einfach müssten wir dann das Kind einfach nehmen und ihm lieber erzählen, also statt zu schuschen, das Kind nehmen. Und also zu uns drehen, ja, durchatmen und mit dem Kind dann sprechen oder gar nicht sprechen oder schuschen oder nicht schuschen. Wie machen wir das ich jetzt? Ich glaube, die Intention ist wichtig. Ja? Okay. Ich glaube, Harvey Karp, ich glaube, das Buch, was er geschrieben hat, ist das glücklichste Baby. Oder ja, happiest, toddler on, happiest Baby on the Block. Ja, genau. Genau, ja, der. Genau. Ja, wir waren da, also wir, sage ich jetzt, wir Ehala, waren da so ein bisschen geschockt, ne, als er so rumging, weil es tatsächlich... Ich weiß nicht, warum die Kinder ruhig werden und ich finde auch, vielleicht ist es auch ein, also ohne, dass sie jetzt noch mehr schlechtes Gewissen kriegen, anscheinend hat es ihrem Kind ja gut getan, aber vielleicht ist es auch ein Stück weit, dass die in so einem, ja, dass die einfach auch so überfordert sind von dem. Also wenn man sich die Videos anguckt, die Kinder werden sehr, sehr eng gepuckt, das finde ich gar nicht schlimm. Was ich schlimm finde, ist, dass die unglaublich viel Stimulation kriegen. Also da macht wirklich einer in das Ohr des Kindes, richtig doll geschuckelt. Ja. Das heißt, wir haben so viel Input für das Nervensystem. Ein 6-Wochen-Alter, glaube ich, der muss offline gehen. Sorry. Okay, ja. Also, okay. Das ist jetzt nicht schlimm in dem Sinne, aber es kriegt nicht das Gefühl von, möchtest du mir was erzählen? Mhm. Also, sie sind in einem anderen Modus. Sie sind in dem Modus, ich guck mal, was ich alles unternehmen kann, damit du nicht mehr weinen musst. Bei uns ist man eher in dem Modus, ich guck mal, dass wir es uns hier so gemütlich machen können, dass ich so sicher bin, damit ich dir zuhören kann, damit ich lauschen kann. Und das ist faszinierend, wie schnell man hört, was es ist. Ist es jetzt die Verzweiflung? Ist es eine Überwältigung? Ist es Angst? Ist es Panik? Was ist es? Was kommt da? Insofern... Vielleicht nochmal überdenken? Ja. Mit dem definitiv, danke. Schön. Danke. Da war auch noch und da hinten war auch noch. Gilt es auch für Schreibabys? Ja. Denn, ja? Was okay. Gilt auch für Schreibabys? Die Methode? Dass man das einfach aushält und das Baby halt begleitet, obwohl es dann stundenlang schreit. Ja, das Spannende ist, die schreien nicht mehr so lange. Okay. Die schreien nicht mehr so lange. Das habe ich immer wieder erlebt, weil sie ja die Erlaubnis kriegen. Hier sind wir in dem Modus, ist doch gut. Kaum hören wir damit auf, denkt sich das Baby, also es denkt natürlich nicht, aber kommt der Impuls des Babys, die Luft ist rein, jetzt kann ich mich ja mal melden. So, und dann fange ich wieder mit meiner Action an, ne, schüttel wieder, schaukel wieder, still nochmal, mach mein ganzes Programm und das Kind ist wieder so geflasht und, ne, wird ruhig, aber im nächsten Augenblick höre ich mit meiner Aktion auf, fängt es wieder an. Wenn ich aber das mache, zuhöre, halte, mich hinsetze, da bin, und das Allerwichtigste habe ich nicht gesagt,
Das Allerwichtigste. Gut für die Frage. Wenn dabei Gefühle hochkommen, bei dem, der das Kind hält, wenn da sowas kommt wie, boah, es tut mir jetzt total leid, dann muss ich mal hier mal selber schlucken und jetzt muss ich mich mal echt zusammenreißen, damit ich nicht weine. Das geht gar nicht. Ja? Weint mit euren Kindern. Was Besseres kann eurem Kind nicht passieren, weil wenn ihr mitweint, dann seid ihr in Resonanz. Dann hat irgendwas an dem Baby, an eurem Kind euch angetriggert. Ihr geht mit diesen Gefühlen in Resonanz. Euer Kind spürt in dem Moment, oh, Mama fühlt wie ich, wie geil ist das denn? Die versteht mich. Und das macht total viel. Da wendet sich was, da wendet sich das Blatt. Wie oft habe ich deine Mutter oder deinen Vater, die echt gehalten sind, mit den Tränen kämpfen und ich spreche es an, die Tränen laufen und die Kinder sind so, das habe ich gebraucht. Ich habe die Anerkennung von dir gebraucht, Mama oder Papa. Jetzt kann ich landen. Jetzt das ist gut. Dieses Spiegeln, ne? Das ist ist Resonanz und das ist Spiegeln, richtig. Ja, genau. Mhm. Ja. Wenn sich was, es gibt eine Ausnahme, wenn sich tatsächlich in dem begleiteten Weinen nichts verändert, nichts, dann haben wir vielleicht wirklich eine andere Geschichte drunter. Und dann kommt dieser babytherapeutische Bereich und dann sollten Sie sich Hilfe suchen. Dann solltet ihr Sie gucken, na, wo bekomme ich Unterstützung, wo können wir nochmal was aufarbeiten, wo gibt es vielleicht mal nochmal eine Geburt, die angeguckt werden möchte. Eine Geburt, wo auch vielleicht das Kind nochmal eine Idee haben möchte, wie es auch hätte anders laufen können. Da gibt es sehr, sehr schöne Sachen, die wir auch dann machen in den Therapiesitzungen. Und das Schöne ist, Babytherapie dauert nicht wie bei uns, 50 Stunden, 2, 3 vielleicht, dann sind die durch damit. Ja, das wird körperlich einmal nochmal wie neu verhandelt und dann sind die Kinder damit durch. Dann verändert sich was. Und sind High-Need-Babys dasselbe wie Schrei-Babys oder gibt es für euch, für Sie, Entschuldigung, mach ruhig. Für Sie, euch sind die EHler wahrscheinlich. Ich bin keine Deutsche. Oder gibt es für Sie da einen Unterschied? Welche Babys? Schrei-Babys und High-Need-Babys. Gibt es da einen Unterschied oder ist es dasselbe? High-Need-Babys? High-Need. High-Need-Babys. Ach, High-Need-Babys. High-Need-Babys, genau. Hast du nicht verstanden. ich glaube, das ist sehr ähnlich. Oder dasselbe? High-Need sind damit die Hochsensiblen gemeint. Also, ich bin mal ganz ehrlich, ich kenne den Ausdruck High-Need-Baby nicht. Kommt von Sears. Von William Sears. Das 24-Stunden-Baby. Das sind dann wahrscheinlich diese sehr sympathikotonen Babys. Das sind die klassischen Schrei-Babys, die immer on top sind, ne? Die zu viel von dem Sympathikus. Ich frage deshalb, weil es Leute gibt, die sagen, das ist dasselbe. Mhm. Und andere sagen dann wiederum, nee, da gibt es deutlich Unterschiede. Okay. Deswegen frage ich. Muss ich passen. Okay. Vielleicht zwischen hochsensiblen Babys und Schrei-Babys gibt es einen Unterschied. Bestimmt. Ja. Also nicht jedes hochsensible Baby ist ein Schreibaby, um Gottes Willen. Und nicht jedes Schreibaby ist hochsensibel. Auf keinen Fall. Okay. Ja? Danke. Super. Hey, junger Mann, der Emil. Genau. jetzt geht's mal richtig hier. Das kam ja auch gerade in dem Trailer nochmal vor. Da hat es ja den einen Vater fast völlig zerrissen. Ich dachte gerade, der reißt sich die Haare aus, so wie er da saß. Hast du in deiner Praxis bestimmt, davon gehe ich jetzt ganz fest aus, einen deutlichen Unterschied zwischen Vätern und Müttern erlebt? Und wenn ja, woran machst du das aus? Also ich weiß es aus meiner persönlichen Erfahrung, meinem persönlichen Umfeld, dass ich da massivste Unterschiede wahrnehme und dass Männer das eben ganz, ganz schwierig nur aushalten können oder damit viel massivere Probleme haben als Mütter. Und dass ich da auch einige Monate gebraucht habe, um dahin zu kommen, wo ich am Anfang gerne gewesen wäre. Und dass das auch viel Arbeit gekostet hat. Und das habe ich auch bei fast allen anderen Männern erlebt, im Gegensatz zu vielen Müttern. Also was ich ganz häufig erlebe, ist, dass die Mütter
öfters schuldhaft verstrickt sind mit dem Weinen ihrer Kinder. Ja, also wenn es jetzt irgendwie eine sehr holprige Geburt gab, wenn es da einen Stab gab, wenn es da nicht weiterging und die Mütter in sich das Gefühl tragen, mein Kind hatte einen wirklich schweren Start, für den ich verantwortlich bin. Dann habe ich in der Folge häufig eine Mutter da sitzen, die natürlich ganz gerne das Weinen des Kindes abwehrt, weil sie dann ja auch für das Weinen verantwortlich ist. Da gibt es wenig Bereitschaft, sich dem hinzuwenden, um das irgendwie aufzulösen. Der Vorteil oder der Unterschied zwischen Männern und Frauen, glaube ich, oder zwischen Müttern und Vätern ist, die Mütter haben nicht so ganz so viele Probleme, wenn dann schon mal die Tränen fließen. Ne? Die sind da schon auch noch ein bisschen weicher und bereiter, diese Gefühlsdinger zuzulassen. Und die absolute Herausforderung war kürzlich ein türkischer Papa. Aber auch der hat es hingekriegt, ja. Also er ist jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, aber er hat sich anrühren lassen. Und natürlich muss man dann sehr sensibel sein und auch dann, ne, ihm die Chance zu geben, dass er nicht sein Gesicht verliert, wenn es sich so für ihn anfühlen würde. Aber das stimmt schon, da gibt es auf alle Fälle große Unterschiede. Seltenst kommen Väter alleine. Meistens kommen Mütter mit den Vätern. Also das wünsche ich mir auch, dass Mütter mit Vätern kommen. Gibt es noch mehr? Also unser Sohn hat 3 Wochen lang immer von 17 bis 18 Uhr geweint, aber ich kann ihn in keine dieser Kategorien irgendwie einsortieren und konnte ich auch damals nicht. Ich habe dann irgendwann bei Remolago gefunden, dass es auch unspezifisches Weinen gibt, was so ungefähr bei 6 Wochen aufhört. Und habe das dann einfach als das angenommen und dachte mir so, ja gut, okay, vielleicht ist das irgendwas Neurologisches, das Gehirn ist in irgendeiner Weise noch nicht ausgereift. Gibt es sowas auch noch? Oder? Ja, gibt es auch. Gibt es tatsächlich. Ja, okay, gut. So einfach ist es, kann es auch sein, aber ganz oft sind es dann tatsächlich, wenn man da nochmal hingucken würde, waren es vielleicht Verarbeitungsprozesse dann nochmal, dass nochmal irgendwas verarbeitet werden musste. Und das dann aber auch vielleicht mit 6 Wochen verarbeitet war. Ja, ich habe ihn tatsächlich mal verhalten und ihn ausgezogen, mich ausgezogen und dann im Kontakt. Ja, super. Das Bessere, das konnte ihm wahrscheinlich nicht passieren und deswegen war es dann irgendwann, durfte es landen. Genau, ja, super, gut. Worauf begründet sich denn diese Theorie des Erinnerungsweins? Also wie kam man zu dieser These, dass das nicht doch Weinen aufgrund von Blockaden, von Schmerzen, von sonst was ist? Also sowohl, wer da auch sehr, sehr viel zu macht, ist Matthew Appleton, den haben wir ganz kurz eben in dem Trailer gesehen, aus dem englischsprachigen Raum. Das ist nochmal so der auch sehr auf das Baby eingeht, babytherapeutisch. Thomas Harms hat da auch sehr viel zu gemacht. Und worauf begründet sich das? Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Erfahrungswerte auch. Das ist ganz viel, weil sich was verändert. Es verändert sich ganz oft viel. Also ich gehe darauf ein, ich kriege mit, ich resoniere. Also wir sind natürlich schon auch nochmal anders geschult, mit dem, was da kommt an Weinen umzugehen, in uns zu spüren, was da passiert. Für mich ist, ich habe einen Indikator, wenn ich das Gefühl habe, wir sind jetzt hier echt auch an der Thematik dran. Hier geht es um was zu verhandeln, hier geht es um eine alte Bedrohung, um eine alte ein Ohnmachtsgefühl, um eine Angst, um Schreck, dann geht mir das unter die Haut und dann kriege ich Gänsehaut in dem Moment. Und das habe ich nicht das habe ich tatsächlich nicht, wenn ein Kind mal Schmerzen hat. Wenn ein Kind Schmerzen hat und weint, dann bin ich eher auch in Action. Dann merke ich, dass ich dann eher auch auffordere, ich glaube, wir stehen jetzt mal auf, ich glaube, wir machen jetzt mal Positionswechsel, wir probieren jetzt mal den Schnulli. Also dann gibt es immer auch einen Notausgang. Auf keinen Fall versuchen wir irgendwie da so sehr rigide zu gucken, es ist auf alle Fälle das Trauma oder die Geburt oder die was auch immer. Also lässt sich das auch zeitlich irgendwie begrenzen, dass man sagt, wenn jetzt wirklich Mama oder Papa dem Kind das jetzt geben kann, körperlich, was es braucht, dass es dann wirklich nach der und der Zeit ungefähr so ist, dass das Kind dann über diesen Gipfel ist? Ja. Und, ja? Also von welchem Zeitraum spricht man da? Meinst du das zeitlich jetzt, wie lange das Kind weint oder über welchen Zeitraum es weint? Beides. Also ersteres ist
sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe seltenst erlebt, dass Kinder länger als 40 Minuten schreien. Das ist schon auch sehr lang so, wenn man es begleitet. Wenn man es nicht begleitet, glaube ich, gibt es hier auch wahrscheinlich Mütter, die sagen, was, 40 Minuten? Mein Kind hat schon mal 3 Stunden geschrien, aber dann ist man ja in der Abwehr. Dann versucht man ja zu kompensieren. Begleitetes Weinen dauert keine 3 Stunden. Dann, und wenn, nee, dann müsste ich vorher stoppen. Dann ist auch was anderes. Dann kommt vielleicht noch was dazu. Und das ist schwierig zu beantworten, wie lange das dauert. Also es gibt tatsächlich Kinder, die, da macht es einmal Klick, die können das einmal verhandeln. Ich habe mal ein kleines Mädchen da gehabt, da ging es um so eine sehr überwältigende, schnelle Geburt. Und so war die auch in ihrem ganzen Habitus. Das ging immer von 0 auf 100. Immer wenn was zu schnell ging, wenn sie zu schnell in Maxi-Cosi kam, wurde irgendwas angetriggert und die war am Schreien. Wenn zu schnell der Pulli über den Kopf kam, war die im Alarmmodus. Ja? Das ist es da. Die sind dann im Alarmmodus, weil irgendwas an was früher Erlebtes erinnert. Und das aufzugreifen, da nochmal hinzugehen, was könnte das sein? Könnte das, in dem Fall war es tatsächlich diese wahnsinnig schnelle, invasive Geburt. Und da haben wir dann unsere Methoden, unsere Herangehensweisen, da vielleicht das nochmal aufzuarbeiten. Da nochmal hinzugehen, nochmal eine Langsamkeit einzuleiten, das Kind nochmal aufzufordern, sich jetzt die Zeit zu nehmen und. Okay, beantwortet? Ja. Super. Noch mehr? Ah, ja. Also, da war noch was. Also mich hat das ein bisschen irritiert mit dem... Wo bist du? Hier. Ach, da hinten. Mit dem, also das ist, was anfänglich auch die Frage gestellt wurde, ne, von der angehenden Doula, weil ich das auch sehr viel gemacht habe. Aber eigentlich auch aus dem Grund, weil mir gesagt wurde, das ist ja, im Grunde genommen stellt es so ein bisschen das Rauschen des Blutes im Mutterleib, da, oder, also ja, im Bauch. Und dass das Kind das gewohnt ist. Und dementsprechend war es halt, also es gibt ja, ganz absurderweise auch diese Föhn-Apps, worauf wo auch eine Hebamme gewiesen hat. Und ich weiß nicht, wie ihr dann darüber denkt, keine Ahnung. Ich fand es erstmal schrecklich. Und dann kenne ich eine Mutter, die das gemacht hat. Und das hat, sie hat immer berichtet, es hat sehr gut funktioniert. Na, ich habe es bei dem belassen. Aber dann habe ich gerade gedacht, vielleicht gibt es da einen Unterschied. Also für mich war es auch nicht ein alles gut, jetzt sei doch ruhig oder alles gut, sondern ein begleitendes. Ich glaube, das ist wichtig. Über die ganze Zeit und so eine Intention dahinter. Ne? Will ich mein Kind in dem Moment wirklich, will ich das kompensieren? Biete ich ihm in dem Moment keine Möglichkeit an, sich zu dem zu äußern, was gerade da ist, sondern bin ich in dem, ich sag's jetzt echt mal ein bisschen brutal, bin ich dem, kannst du mal deine Klappe halten, Modus? Dann mache ich die ganze Zeit. Und innerlich sagt eine Stimme in mir, jetzt sei ruhig. Oder bin ich in einem ganz anderen Modus? Kriege ich mit, dass so ein leises, ja, ich bin da, ich höre dir zu, ich wiege hin und her. Ich bin immer noch da und kann dabei summen und kann dabei auch sagen, kein Problem. Ich glaube, unsere eigene Haltung ist wichtig dabei. Wie begegnen wir dem Kind? Aber dann habe ich nämlich gedacht, vielleicht war das von diesem Menschen da, der das propagiert hat, auch so gemeint, oder? Also ich bin mir jetzt... Nee, okay, alles klar. Ich habe mich nur... Guckt es euch an. HWK. Guckt euch jemand nicht an. Wir müssen ein bisschen nach der Zeit gucken. Also vielleicht eine Frage noch und dann... Gut. Du hast jetzt so lange gewartet, ne? Letzte Frage. Vielleicht können wir den Rest ja dann anschließend noch. Super, danke schön, dass ich noch fragen darf. Mich würden die Gründe interessieren für die aufrechte Position des Babys im begleiteten Weinen. Also ich habe für mich 2 Gründe. Der erste Grund ist die Amygdala oder Amygdala. Der eine sagt Amygdala, der andere Amygdala. Ich weiß es nicht, wie es richtig ist. Wird, habe ich jetzt mal gehört, auch bei einem Seminar, wird in der Liegeposition viel schneller von überwältigenden Erinnerungen heimgesucht. Das wissen wir aus der Erwachsenenpsychologie.
Wir würden niemals einen Menschen, der sehr überwältigt, traumatisiert ist, sagen, leg dich mal hin und entspann dich. Das funktioniert nicht. Ja? Der kriegt Flashbacks, der kriegt Bilder, der wird total überschwemmt. Und deswegen haben wir das ganz häufig bei den Babys. Man legt die hin und die machen wäh. Ja? Und man nimmt sie hoch. Kann sich irgendwas im Gehirn kann sich anders orientieren. Kann sich anders, das ist das, was, ich gebe das jetzt nur weiter, was ich mal selber auf einer Fortbildung gehört habe. Das andere, was ich aber wirklich ganz, ganz oft beobachte, ist, dass wir in dieser Position zwei Sachen machen. Wir können tatsächlich, wir machen, manchmal teilweise erleben die Kinder da drin so eine Enge, dass was Altes angetriggert wird. Das ist ein bisschen eine Geburtsposition. Und ganz oft komme ich dann vom Regen in die Traufe, ja, ich habe ein Kind, was anfängt zu weinen und dann sehe ich, ups, es fängt jetzt an, hier tatsächlich geburtswiederholende Bewegung zu machen, es fängt an, sich da rauszuwinden, das Weinen wird ein ganz anderes und deswegen, wenn ich das will, ja, wenn ich sage, ich möchte, dass wir hier da nochmal was aufarbeiten, dann können wir so ein Kind auch gerne halten, aber niemals, niemals in der ersten Stunde. In der ersten Stunde ist das besser. Wir haben viel mehr Kontakt, ich habe keinen Kopf, den ich mir in die Armbeuge klemme, wo ein Kind dann versucht, irgendwie hier rauszukommen, mit einer Überstreckung, mit einer und so weiter und so fort. Deswegen bevorzugen wir immer auch diese Position. Ich habe eins von meinen Kindern hat nie gerne auf dem Rücken gelegen. Ja. Und ich habe das mit meinem Kinderarzt mal besprochen und gesagt, also ich sorge mich nicht, aber ich frage mich, warum liegt eins von meinen vier Kindern nicht gerne auf dem Rücken? Und er sagte, das ist evolutionär oder entwicklungsbiologisch, keine Ahnung, ist es auch einleuchtend, weil natürlich unsere vordere Seite auch sehr verletzlich ist. Mhm. Also wenn ich auf dem Rücken liege und etwas fällt auf mich drauf, jemand tritt auf mich drauf, ich habe keine Chance, mich zusammenzuziehen, mich klein zu machen, mich zusammenzurollen, um mich selbst zu schützen. Und deswegen, sagte er, ist es bei vielen Kindern so, dass sie vorne ihre Vorderseite sehr verletzlich ist und deswegen diese Position nicht so gerne mögen. Klingt auch logisch für mich. Mhm. Danke. Gut. So ist es. Danke. Mach mal eben hier aus.